Als ich heute Morgen aufgewacht bin, wusste ich noch nicht, dass ich heute das grässlichste Monster der Welt zu Gesicht kriege. Deshalb habe ich Mutter gesagt, wie immer, lass mich raus. Sie hat mir mein Geschirr angezogen, also sind wir spazieren gegangen. Und ich habe eigentlich auch schon von drinnen gehört, dass so komische Glocken läuten. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir den See angeschaut, es war wunderschön hier. Nicht so viele Menschen, kann man gut laufen. Bis meine armen Augen dieses äußerst hässliche und übergewichtige Geschöpf erblickt haben. Mutter meinte, es ist eine Kuh, ich soll sie in Ruhe lassen. Wie soll ich sie in Ruhe lassen? So sieht eine Kuh nicht aus. Ich dachte, die kommen klein und in einer Dose in mundgerechten Stücken. Aber das da, wie soll ich mir davon ein Stück abbeißen? Das Ding setzt mich auf die Hörner und frisst mich selber. Das habe ich dann Apollo erzählt, der hat aus dem Fenster geguckt und war auch total schockiert. Dann haben sich unsere beiden Ersatzelterntiere wieder in ihre Neoprenanzüge reingequetscht, was nun wirklich kein schöner Anblick ist, und sind paddeln gegangen. Währenddessen musste ich meinen Schock erstmal im Kratzbaum verarbeiten. Als sie dann zurück waren, war ich schon im Körbchen sofort bereit abzureisen, da ich mich wirklich nicht mit dieser Kuh draußen anlegen will. Und Apollo war immer noch total schockiert und saß oben. Und dann haben die beiden sich dieses verlassene Hotel angeschaut und eine Eishöhle. Die sagen, das war so faszinierend, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, als hätten wir zu Hause keinen Kühlschrank. Als sie zurück waren, war Apollo voll auf Minze und ich wollte wieder rausgehen. Jetzt haben sie wenigstens einen Stellplatz gefunden, wo ich solche Monster nicht zu Gesicht bekomme. Das hoffe ich zumindest. Aber erstmal musste ich den saftigsten Rasen finden, also bin ich über diesen vertrockneten Fluss gelaufen und dann über die Berge marschiert. Ja, okay, das habe ich nicht gemacht. Aber ich bin ganz nah an diese kleine Pfütze gekommen. Und ich muss leider auch sagen, der Rasen schmeckt hier wirklich besser als zu Hause.